Wer heißt Nathalie? Nathalie. Nathalie. Wahnsinn. Jürgen und Nathalie. Komm ruhig mal Klatsch. Ich grüße euch beim Neujahrsempfang von der Schwachtermeisterei Engelbrecht. Ja, Leute, hier, komm, zugreifen. Komm, bevor es rammelt. Und da ist ein Witz von mir. Wir kommen jetzt schon auf den Boden. Komm, hier. Rammelt übrigens nicht, weil der Behandler gerade reingeht. Das ist ja gespritzt alles, das fällt Tunnel. Ich kann keine Keime, gar nicht, Masen, alles rausgenommen. Kein Problem, Leute. Und Wiesen? Nicht schlecht, oder? Hundewurst. Alles Bulgarien. Da kriegen Nachbarn, da ist Schlachtvieh drin, Schweine, sag ich das mal. Die kommen bei uns auf dem Schlachthof raus, da in so ganz enge Gänge werden die durchgepfercht. Dann stelle ich mich hin und wenn die Schweine vorbeikommen, sag ich dann zu einem Schwein. Jetzt als Beispiel, natürlich. Sag ich dann, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Verstehst du? Das ist absurd! Jetzt brauchen wir Leute, wir brauchen jetzt noch einen Jingle. Wisst ihr, was ein Jingle ist? Jingle, Klaus, du kannst. Jingle ist eine Werbemelodie. Klaus, du ziehst ja ein Gesicht. Du weißt doch schon, dass das ist halt ein Kabarett, du bist in der ersten Reihe, du hast es im Prinzip verschissen. Am Ende. Ne? Dann lassen wir die vom Kreuzchor in Dresden einsingen. Professionell, wir wollen da nicht meckern, sondern klopfen. Und deswegen, wir haben uns schon jetzt intern, haben wir schon mal ein paar in der Betriebssitzung, ein paar Jingles haben wir rausgesucht. Die würde ich jetzt kurz ansingen. Und sie klatschen dann nach jedem Jingle und zwar aber nur so viel, wie das es ihnen gefallen hat. Verstehst du? Und da, wo sie am meisten klatschen, diese Jingle lieber dann, dass wir dann von den Chorknaben einziehen. Hast du verstanden? Gut. Also ich sing das jetzt mal vor. Erstes Jingle. Welch schönes Fleisch, die Wurst steht still. Welch schönes Fleisch, komm Wurst, lass dich um. Daumen, welch ein Fleisch. Nicht so der Kinder. Jetzt mal was Kurzes. Wenn's um Fleisch geht, Engelbrecht. Da ist gut hier, pass auf. Ja. Auf diesen Schweinen können sie kauen. Schweinefleisch macht Kinder froh und Muslime ebenso. Jetzt überlegen Sie mal, wer sich schon aus dem Staub gemacht hat. Schröder in Russland, Stoiber in Brüssel, Hartz im Knast. Da fühlt sich der Ausland an. Du weißt es. Wir geben euch unser LSD. Ausgeschrieben und besprochen, Lebenserhaltungsprogramm für süchtige Deutsche. Ja? Pass auf, du wirst nicht eingefroren wie die anderen, ja? Du bekommst von uns die Droge Tetradotoxin injiziert, gewonnen aus dem Kugelsaft des Fisches, aus dem Fisch, aus dem Saft des Kugelfisches. Ja, was war denn der Auslöser für diese radikale Umkehr im Umgang mit Schülern? Ja, also, da gibt es viele Auslöser, Herr Brunner. Kann ich Ihnen aber mal zwei als Auswahl aufzählen? Er ist einerseits Dummheit und Frechheit. Ich gebe mir mal ein Beispiel. Wenn ich die Klasse frage, Leute, auf welchem europäischen Kontinent herrscht derzeit kein... herrscht derzeit kein Griechenheer? Und die Antwort lautet Österreich. Die Kinder natürlich die Fangfrage nicht ernst.
Vielleicht schaffen wir den Schnitt von 4,2. Aber leider, leider, 4,5. Glückwunsch, ihr konntet euer Niveau halten.